Wir haben endlich den 100er Hubraum abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter mit den 150er Hubraum. Endlich ist es soweit. Und damit hallo und herzlich willkommen zur späteren Stunde zu Mario Kart Super Circuit. Wir nehmen wieder einen Zufallscharakter. Mal schauen, wer es diesmal sein wird. Und es ist diesmal Yoshi. Wir fangen mal wieder an mit den Pilzcup und diesmal im 150er Hubraum. Oh yeah, das wird ein Spaß, weil jetzt geht's noch schneller. Mal schauen, wie ich so diesmal fahre. Hoffentlich nicht so schlecht. Aber ich hatte es schon mal in einem Part erwähnt. Ich werde es auf jeden Fall so machen. Wenn wir jetzt die restlichen Cups, also wenn wir die alle gefahren sind, werde ich mit Mario Kart sozusagen eine kleine Pause einlegen und werde das privat mit den 100 Münzen da machen. Dann könnt ihr mich aufhören, mal schubsen? Wäre nett. Mein Gott, hier, gib mir mal einen roten Panzer ins Face. Oh mein Gott, die Stimme war gerade so merkwürdig. Ja, genau. Mit Mario Kart mache ich kurz Pause. Also es geht dann normal weiter, dann mit Super Mario Bros. 3. Dann vielleicht auch irgendwann dann noch ein Let's Test oder so. Mal schauen. Ja, le leider nicht getroffen, aber ist auch egal. Und ja, ich mache halt privat mit den 100 Münzen und so, weil man kann ja noch diese extra Cups da noch freischalten oder so, wo es diese SNES-Strecken gibt, also ein paar Strecken von Super Mario Kart. Ob das alles sind, weiß ich gerade gar nicht, aber ich denke mal schon, ja. Es müssten, glaube ich, alle Strecken sein, die dann geremaked wurden, ne? Die mache ich dann auf jeden Fall auch noch, aber wie gesagt, das mache ich schon privat und nicht im Let's Play. Also würde ich sagen, außer wir machen in einem Part insgesamt 100 Münzen sammeln. Das kann auch passieren. Da habe ich halt weniger zu tun privat dafür. Das kann dann halt auch sein. Aber wir können ja trotzdem erstmal ein paar Münzen sammeln, trotzdem. Also nicht jetzt mit Absicht hier wenig Münzen sammeln, wir können es ja trotzdem da innerhalb versuchen. Ich glaube, mit Yoshi ist ein kleines bisschen schwer zu steuern, irgendwie, finde ich. Aber naja. Jeder Fahrer fährt sich halt anders, je nachdem, wie gut die Stats sind. Beziehungsweise, naja, sind ja nur zwei. Ja. Das ist, na. Ah, Scheiße. Geschwindigkeit und Gewicht war das ja gewesen. Ah, genau. Okay, letzte Runde. Vielleicht schaffen wir es ja noch erster zu werden, wenigstens. Ich habe extra jetzt so gefahren. Okay. Toad ist uns ganz dicht hinter den Fersen, hat uns sogar ganz knapp überholt. Ja, wir treffen ihn mit dem grünen Panzer. Das ist mehr oder weniger gut. Nein, mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler! Wow! Toad wurde. Ach. Irgendwie getroffen von irgendwas. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt von meinen Panzern oder Bananen kam oder so. Keine Ahnung gerade. Aber Toad wollte uns doch gerade überholen. Ich habe es noch gerade nur so bei der Karte gesehen. Wir wurden auf jeden Fall, naja, mehr oder weniger gerade noch der Erste. Jetzt geht's wenigstens weiter mit dem Riverside Park. Mal schauen, wie es sich da mit Yoshi schon so fahren lässt. Und los. So. Ist halt ein bisschen anderes Gefühl auf 100. Ach, ja, genau. Auf 150 cc, weil das jetzt noch schneller ist. Und wo ich als am Anfang mal privat mal gezockt habe und. Ja. Ich habe mich irgendwie bei 150 irgendwie nicht mehr so richtig getraut, irgendwie. Weil, ja, keine Ahnung. Ich hätte den Pilz nicht einsetzen sollen. Ja, doch schon, aber erst ein bisschen später. Ach, egal. Der hätte mich schon fast getroffen. Alter. Zweite Runde. Ja. Wir müssen halt ein bisschen. Nicht gegen Yoshi. Ach, Yoshi, das ist Luigi. Verdammt, Alter. Als ob Luigi auf einmal Yoshi ist, genau, so eine Transformation. Okay,
Okay, einen Stern haben wir bekommen, das ist gut. Aber den lassen wir mal so. Aber jetzt setzen wir den mal ein. Okay, bis jetzt sieht es mehr oder weniger eigentlich sogar gut aus. Kommt nur drauf an, ob wir noch fällen. Da ist er tot, verpiss dich. Nein! Tot! Du wirst jetzt nicht noch Erster, ich schwöre. Hahaha. Ganz knapp, ne? Ganz knapp, Junge. Du hättest uns fast überholt hier, Toad. Das habe ich gesehen hier, Junge. So, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Bowser Castle 1. Ja, ist das eher im Kleinsten, also geht auch schnell vorbei. Ich glaube, Yoshi ist ein bisschen Gewinnungssache, habe ich das Gefühl, weil wir sind auch schon mal einmal mit Yoshi gefahren. Das war, glaube ich, im 50er oder so, glaube ich. Aber bin mir gerade nicht sicher, in irgendeinem Potsdam auf jeden Fall gefahren, das weiß ich. Mit Yoshi. Und das war. Der Fail. Das war das Grauen mit Yoshi, finde ich, ey. Das war so schlecht, da bin ich übel schlecht gefahren, aber ist sowas von. Hätte mich jetzt schon fast selbst getroffen damit, wow. Ich könnte auch mal besser platziert werden, wenn's geht hier. Gib mir mal ein Red Shell. Ah ne, scheiße. Wenigstens Dritter. Wenigstens Dritter. Wow, Luigi hat sogar unter einer Minute gebraucht. Ach, das war's schon. Das waren jetzt schon vier Strecken. Hä? Ging ja mal übel schnell vorbei. Alter. Wie lange waren das, bitteschön? Scheiß auf den D-Rang, Hauptsache wir sind Erster. Hauptsache wir sind Erster. Das ist bestimmt jetzt so ein 10-Minuten-Part oder so. Muss schon nochmal gucken. Übelst kurz bestimmt. Aber naja, wir haben den Goldpokal wenigstens bekommen und. Ja, also für den ersten Cup, also natürliche Pilz Cup, jetzt 150 CCM. War es eigentlich ganz okay, aber es wird dann natürlich ein bisschen schwieriger. Und ja, wenn ihr nichts von mir verpassen wollt, dann tippt auf Abonnieren. Über einen Daumen hoch werde ich mich gerne freuen. Abonniere natürlich auch, wenn ihr wollt, kostenlos, so wie immer. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Dann bis zum nächsten Mal, euer Ali Sophia. Ciao Leute, macht's gut.